Des Nachts vernahm ich leis Gesang, weshalb ich aus dem Bette sprang. Leis ging ich den Flur entlang, sah plötzlich Tina stehen im Gang. »Tina, sag, was machst du hier? Es ist doch erst kurz vor 4. Brich dein Schweigen, sag es mir, was ist denn bloß los mit dir?« Als ich langsam zu ihr kam und dann vorsichtig den Arm meines kleinen Mädchens nahm, betrachtete sie mich mit Gram. »Daddy, ich will noch nicht gehen«, begann sie plötzlich laut zu flehen. »Siehst du den Mann dort drüben stehen? Ich will ihm weiter zusehen.« Mein Blick fiel aus dem Fenster raus, hinüber zu des Nachbarns Haus. Die Lichter waren alle aus. Da packte mich der kalte Graus. Auf der Straße saß ein Mann, der Regen an ihm niederrann, als stünde er unter einem Bann, starrte er uns grinsend an. Eilig löchle ich das Licht, als Tina plötzlich zu mir spricht. »Verberge niemals dein Gesicht, weil er dich sonst sogleich ersticht. Doch er ist kein Bösewicht. Er sagt, es wäre seine Pflicht. Er will, dass jeder fröhlich ist. Doch merkt er, dass du ängstlich bist. Er möchte dich, dass du schaust, du trist, und dass du das auch nie vergisst.« »Ich glaube ihr kein einziges Wort. Warum spricht mein Kind von Mord? Wer ist dieser Manne dort? Und wieso ist er plötzlich fort?« Plötzlich sehe ich die Statur dieser grässlichen Figur im finsteren und dunklen Flur erscheinen aus der Wandschrankuhr. Thank you.